Liebe Schwestern und Brüder, Tarschisch hat viele Namen. Freiheit. Weg. Ich bin da mal weg, ist so ein Name von Tarschisch. Keine Aufgabe übernehmen zu müssen. Sich dem Auftrag, der einem erteilt wurde, einfach nicht zu stellen, sondern sich zu entziehen. Die große Freiheit bricht an. Irgendwohin. Tarschisch ist irgendwo. Für Jona genauso wie für uns. Und auch Ninive hat viele Namen. Das ist doch alles viel zu anstrengend. Es hört doch sowieso keiner zu. Diese Riesenstadt, man macht sich nur lächerlich. Was kann man als Einzelner schon ausrichten? Wir kennen alle diese Argumente, alles das, was dem Jona durch den Kopf gegangen sein mag. Und es ist ganz erstaunlich. Dieser Jona hat überhaupt kein schlechtes Gewissen. Als ein Sturm losbricht, das zeigt sich ja, dass er weiß, dass er der Grund ist, er schläft seelenruhig. Er schläft wie ein Brot am Grund des Schiffes, während die anderen um ihr Leben fürchten müssen. Er hat offenbar ein ruhiges Gewissen und er kann die rechte Auskunft geben. Auch das ist erstaunlich. Er sagt ehrlich, wer er ist, aus welchem Volk er kommt. Er sagt auch ehrlich, was er glaubt. Das ist alles ganz richtig. Er sagt förmlich das richtige Glaubensbekenntnis auf. Respekt. Aber er entzieht sich dem Auftrag, den er hat. Alles das hilft nichts. Sein beruhigtes Gewissen, das richtige Glaubensbekenntnis, wenn er davonläuft. Und wir sehen, was geschieht. Er nimmt sogar den eigenen Untergang in Kauf. Am Schluss ist alles verloren. Es ist schon alles egal. Gott bewirkt seine Rettung durch diesen Fisch, damit er seinen Auftrag ausführt, ob er will oder nicht. Denn es ist nur eine vermeintliche Freiheit, die er da in Tarschisch gewinnt. Er bringt sich und andere in Gefahr, wenn er vor dem Auftrag Gottes davonläuft. Ob wir das sehen? Ob wir das bei dem Auftrag, den wir von Gott haben? Zufällig passt dieses Tagesgebet, das wir gesprochen haben, so gut zu dieser Lesung. Es ist das von der Quatemberwoche im Oktober. Gib uns die Kraft, unseren Auftrag zu erfüllen. Fragen wir danach, was unser Auftrag ist? Zu Hause, in der Familie, in unserem Beruf, in unserer Berufung? Gehen wir dem nach oder träumen wir die große Freiheit, die dann vielleicht doch keine ist? Stellen wir uns der Herausforderung, auch wenn wir denken, wir sind allein? Fragen wir beständig, was Gott von uns verlangt. Wir kommen nicht umhin, es tun zu müssen. Den Auftrag Gottes zu tun, hat nicht unbedingt etwas mit Glück zu tun. Davon ist hier keine Rede. Sondern dieser Jona fühlt sich nicht nur, er ist es, ausgekotzt am Ende. Aber er wird an Land gespien, damit er den Auftrag Gottes tut. Dem kann er sich nicht entziehen. Und auch wir sollten uns da keinen Illusionen hingeben.